Hallo Leute, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich war wieder zu langsam. Schönstes Wetter, was haben wir schon lange nicht mehr gemacht? Worauf habe ich die ganze Zeit schon Bock drauf gehabt? Audi 5-Zylinder fahren. Guck mal nach oben, da war gerade noch die schönsten Sonnenstrahlen und ich habe mein S2 wieder rausgeholt. Und dann fiel mir ein, ich habe ja noch einen S2, den ihr so ein bisschen kennt, wo es vielleicht eine kleine Geschichte zu gibt, die euch ja immer interessiert. Ihr seid ja auch neugierig. Ich zeige euch jetzt noch einen S2. Der steht ja bei uns im Museum und ich nenne mal einfach das Wort Leidenschaft verbindet. Also, kommt mit, jetzt zeige ich euch, worum es geht. Hallo. Wir haben ja noch einen 5-Zylinder im Haus. Michael, ist das 5-Zylinder? Auf jeden Fall. Ist das 5-Zylinder? Yes. Geht's um die beiden Autos? Nein. Du weißt, worum es geht, ne? Mhm. Geht's um den? Auch 5-Zylinder? Nein. Okay, dann gehen wir weiter. 5-Zylinder? Bald. Was? Nein. Wollte gerade sagen. Es geht um diesen S2. Dieser S2 gehört Nadine. Nadine ist meine Freundin und diese Verbindung zu diesem Ring. Nadine fährt dieses Auto schon seit 11 Jahren. Die hat dieses Audi Coupé länger, wie ich mein S2 Coupé, aber noch nicht so lange, wie ich mein Audi 80 habe. Nadine habe ich vor circa 4 Jahren durch einen Zufall kennengelernt. Sie hat mich bei Facebook angeschrieben und hatte Ruckeln. Zündaussetzer. Daraufhin hat sie mich angeschrieben, hat gefragt, hey Marco, kannst du mal gucken? Ich habe gehört, du hättest ein bisschen Ahnung vom 5-Zylinder, kannst du mir helfen? Ich bin das Auto eine Runde Probe gefahren und habe gesagt, pass auf, lass stehen, da sind ein paar Reparaturen mehr dran. Der Wagen ist perlmuttweiß, also Sonderlackierung. An dem Auto war ich früher natürlich nicht dran, sondern andere Tuner oder andere Leute, nenne ich es mal. Und da sind Sachen verbaut, die ich nicht cool finde, aber auch noch nicht zurückgerüstet habe. Als allererstes, was haben wir hier? Was ist das? Luftfilter? Korrekt, das ist unser Luftfilter. Warum ist hier so ein offener K- und N-Filter drauf? Ganz, ganz, ganz viele, inklusive mir, haben früher diesen Luftfilter eingebaut. Warum? Werdet ihr gleich während der Fahrt hören. Weil wenn ihr vom Gas gebt, geht das Schubumluftventil auf, das siehst du jetzt hier nicht, und lässt die überschüssige Luft, den Überdruck aus der Ansaugbrücke, in den Ansaugungen zusammen. Da wir jetzt eine offene Ansaugung haben, hörst du dieses klar und deutlich. Aber der Nachteil ist, hier saugt der Motor jetzt seine Luft an, in dem Bereich. Was haben wir hier? Unseren Auspuff, unseren Turbolader. Das ist alles super heiß. Das heißt, er zieht sich die warme Luft aus dem Motorraum durch die Ansaugung, durch den viel zu langen Ladeluftkühlerweg und hat eine heiße Ansaugluft im Motorraum, also im Motor. Das bedeutet weniger Leistung. Sound, okay, dem einen gefällt es, ist besser. Leistungstechnisch ist das scheiße. Ich würde am liebsten wieder die Luftfilterkiste einbauen, so wie sie bei meinem verbaut ist. Ich zeige euch jetzt mal Abbildung von meinem Motorraum. Da seht ihr, dass hier eine Luftfilterkiste sitzt. Und das ist meiner Meinung nach besser. Und gleichzeitig behaupte ich, hat das Auto definitiv mehr Leistung im warmen Zustand, weil er sich nicht die warme Luft aus dem Motorraum holt. Wie viel mehr? Ich sag mal so, der kann ganz schnell mal 20 PS flöten gehen, weil auch zu heiße Ansaugluft erkennt der Vogel hier. Der sagt, hallo, hallo, wir haben zu heiße Ansaugluft und regelt den Zündwinkel zurück, also nimmt Zündung raus. Dem haben wir noch weniger Leistung. Wir haben auch ruckzuck von 220 Serien PS. Kann ich mir vorstellen, wenn das richtig heiß wird, haben wir auch nur 190 PS. Ist durchaus möglich, weil wir hier eine Fehlerquelle einbauen. Wir zeigen jetzt mal kurz was zum Thema Ansaugung. Hier war ja unser Viertelmeile-Coupé. Ansaugluft, jetzt sagt ihr, er zieht ja auch die warme Luft von vorne. Deshalb habe ich früher immer den Scheinwerfer auf Viertelmeile-Rennen ausgebaut. Da kommt die kalte Luft direkt rein. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, gut, kann man gut zeigen, unseren Audi 300. Ich mache mal die Haube ganz auf. Turbolader, Ansaugung. Hä? Hier drunter ist auch ein offener Filter, aber ich habe den verkapselt, dass er jetzt die Luft aus dem Rathaus oder von unten hier drunter bekommt. Dass der quasi generell schon kältere Luft ansaugt, die dann durch den Ladeluftkühler, der hier schön groß ist, in die Ansaugbrücke geht. Hier haben wir übrigens genau denselben Temperatursensor wie bei dem S2. Der misst die Ansauglufttemperatur und ich garantiere euch, bei dem Auto, tuningtechnisch, was Ansaugluft betrifft, ist der hier schon ganz weit vorne. Jetzt kommt der entscheidendste Moment. Tor auf, Schlüssel in der Hand. Springt er an oder springt er nicht an? Er steht halt viel, ne? Das nächste Problem ist, bei einem Audi Coupé, wo sitzt die Batterie? Unter der Rückbank. Das bedeutet, die Rückbank ist mit 2 Schrauben fest. Man muss mal eben die Rückbank losen, Batteriepole, zack, überbrücken. Mal eben ist das auch nicht, weil eine Batterie normalerweise beim Audi Coupé vorne sitzt. Bei einem S2 Coupé sitzt sie hinten unter der Rückbank. Früher gab's. Komisch. Das ist nicht komisch. Großer Motor vorne drin. Oh, guck mal, ich sehe was ganz Besonderes. Aber ich darf ihn nicht kaputt machen. Dann kriege ich Ärger.
Hast du mir das geschenkt? Klar. Ey, wissen die Leute eigentlich, dass du ein Romantiker bist? Ich glaube, ich bin kein Romantiker. Manchmal bin ich der Grobian, der Elefant im Porzellanladen oder wie man das so schön sagt. Kriegst du mich überhaupt noch auf die Kamera drauf? Ich muss jetzt wirklich dringend abnehmen. Ganz dringend. Tja, wenn es einem gut geht zu Hause, dann isst man gerne, ne? Und das sieht man auch. Im Gegensatz zu Nadine, die ist ein Strich in der Landschaft, die kann essen wie ich. Die bestellt sich wie mir ein 350 Gramm Steak, ein halb Liter Krefeller, schiebt sich das rein. Für mich bleibt nichts über. Ich nehme zu, sie nimmt ab. Woran liegt's? Sollen wir mal auf typische S2-Probleme eingehen? Temperaturanzeige ist oft die Frage bei uns. Und wir merken, wir fahren heute die ganze Zeit mit dem Auto und die Temperaturanzeige wird nicht hochgehen. Entweder ist der Stecker vergammelt, verfault, der unter der Ansaugbrücke sitzt, im Wassersammler, oder der eigentliche, dass der Thermoschalter ist es nicht, sondern der Temperaturgeber kaputt ist. Da müssen wir mal drauf achten. Der muss nämlich hier neu. Was noch beim S2 sehr, sehr oft kaputt ist, oder mit den Jahren, ich habe noch nie drauf geachtet, aber mit den Jahren, die Hinterachse rostet ungemein. Der hat ja quasi die gleiche also wie eine Vorderachse, so hat er auch einen Hinterachsfahrschemel. Und dieses Fahrschemel rostet. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Bilder davon habe. Das musste ich bei dem Auto auch ersetzen. Der hat eine andere Hinterachse bekommen. So, was typisch auch Audi ist, nicht nur S2 Coupé. Querlenkerbuchsen schlagen auf. Generell alle Aufhängungsteile von so einer Achse haben oft Beschädigungen. Also verschleißen halt. Mittlerweile hat er 287.000 gelaufen. Der 78, ne? Mhm. 87, da sind wir mit den Zahlen zuerst und so. Was mir aber hier gleich auffällt ist, Nadines Auto hat eine viel bessere Ausstattung. Die hat schon über mich gelacht. Wir haben jetzt zwar keine Ledersitze, aber eine Sitzheizung. Ich habe Ledersitze, aber keine Sitzheizung. Klimaautomatik. Schiebedach elektrisch. Ich habe eine originale Ausstattungsliste, was damals Aufpreis gekostet hat. Dieser Permutlack, der hier verbaut ist, das ist auch geil, der hier lackiert ist, hat, glaube ich, einen Aufpreis von über 3000 Mark gehabt. Das ist die teuerste Sonderlackierung, die es auf dem Coupé hier gab. Was geil ist, wir haben ja noch die originale Preisliste für ein Audi S2 Coupé und deren Sonderausstattung. So ein Auto hat serienmäßig gekostet 68.000 Mark und 500 D-Mark inklusive Mehrwertsteuer. Hier sind alle Zusatzeinrichtungen, die zusätzlich waren. Lederausstattung zum Beispiel 3.100 Mark. Und wie ich schon erwähnte, die Perlmutt-Sonderlackierung schlägt mit 2.483 Mark zugute. Und ich glaube, so von Ausstattung her ist der recht gut ausgestattet. Was es noch gab, ist klar. Ledersitze, Ausstellfenster elektrisch hinten. Dann konntest du die Fenster hinten so rausfahren. Die Sitzbezüge oder steht überall Quattro drauf? Das ist das Schöne bei der Sateng. Das ist eine Sateng-Sitzausstattung. Da hast du dieses Quattro immer draufstehen. Der eine sagt, finde ich viel geiler wie Ledersitze. Oder du hast halt diese Quattro-Sateng-Ausstattung. Was natürlich auch sehr oft ist, hier ist das typische Beispiel. Der Stoff löst sich von der Türverkleidung. Haben Audi 80-Fahrer, Audi Cabriolet-Fahrer alle das Problem. Dachhimmel löst sich, fängt hinten auch an. Also die ganzen Kinderkrankheiten, die sein Auto hat, hat er natürlich auch. Hörst du das Geräusch? Mhm. Das ist das offene Luftfilter. Versuchen wir es nochmal. Ja, das ist klar, offene Luftfilter, man hört ganz deutlich die Ansaugung. Hier zum Beispiel ist ein, muss es vorsichtig benutzen, ich nenne mal eine 0815 Software drauf. Ist ein Lieblingswort von mir, weil die Software bedeutet, irgendeiner hat mal für ein S2 Coupé damals ein Programm geschrieben, dann wurde dieser Chip kopiert und vervielfältigt. Sprich, es ist keine Abnahme für, oder keine Abstimmung auf das einzelne Fahrzeug, sondern eine Abstimmung, die einer für einen S2 Coupé mal gemacht hat und dann vervielfältigt wurde. Mir sind ja so zwei, drei Sachen schon in dem Auto auffallen, die mir nicht gefallen. Was ist das, Micha? Ladedruckanzeige. Genau. Findest du, die ist fachmännisch angebracht? Nee. Die klemmt da bestimmt schon seit 10 Jahren. Ich weiß nicht, früher, es gibt mittlerweile so schöne Anzeigen, die dann hier drin sitzen. Für den S2 gibt es die schönsten Sachen. Aber der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, oder wie war das? So ist das in dem Fall auch. Man kommt halt nicht dazu, an die eigenen Autos oder an die eigenen Fahrzeuge mal öfter dran zu gehen. Das ist eigentlich krass. Unsere beiden Audi S2s, haben wir dann nachher festgestellt, sind gerade mal 14 Tage von der Erstzulassung auseinander. Sind im gleichen Monat zugelassen und die Fahrgestellnummer ähnelt sich auch sehr. Das bedeutet, die beiden Autos, die wir jetzt zusammen sehen. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, genau. Die beiden Autos, die jetzt zusammen hier stehen, haben auch schon mal vor 29 Jahren wahrscheinlich in einer Nähe zusammengestanden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Autos sich auf jeden Fall schon mal, wenn die beiden Autos eine Seele haben, haben die sich auf jeden Fall schon mal unterhalten zusammen. So, typisch S2, was machen wir jetzt mal?
Meinst du, das Geräusch kommt aus dem Lüftungsgitter? Mhm. Das ist halt offener Luftfilter, du hörst. Ey, wenn man Luft sichtbar machen könnte, was natürlich geht. Ich weiß genau, was jetzt gerade passiert. Jetzt. Geil. Ich kann euch das nicht erzählen. Ich merke ja jetzt, wie ich mit dem Auto durch die Gegend fahre. Nur vorhin bin ich mit meinem schon ganz normal einkaufen gefahren. Ich kann euch das nicht beschreiben. Man lebt diese Autos einfach. Und ich weiß, Nadine lebt dieses Auto auch. Und das Ganze hat uns ja auch so verbunden. Also das kann man wirklich so sagen. Wir haben uns über dieses Auto oder über ihren SO Coupé kennengelernt. Ich habe daran gearbeitet. Man hat sich nie aus den Augen verloren und irgendwann... Wo war das erste Date? Das erste Date? Was ist das für eine Frage? Wie meinst du das? Ja, das erste Date war bei uns in der Werkstatt. Wer wollte zuerst? Sie oder du? Ich habe mich nicht getraut. Hat sie gefragt? Nein, auch nicht. Wenn ich euch die Nummer erzähle mit dem ersten Kuss, ne? Ich glaube, das geht jetzt einen Schritt zu weit. Ja, jetzt mach, guck mal, ich bin so aufgeregt, hier mein Gang drin. Jetzt, huiuiui. Nachdem wir uns, ich sag mal, wir haben uns vor 4 Jahren, wie gesagt, das Auto repariert. Dann hat man sich circa 2,5 Jahren aus den Augen verloren, hat also nicht mehr groß miteinander geschrieben, gemacht, getan. Und ein Ostermontag ist mir Nadine wieder eingefallen und ich habe ihr geschrieben. Und irgendwann waren wir abends mal Billard spielen, sind mit vier Mann in meinem silbernen Audi Coupé gefahren. Nadine am Beifahrersitz, 2 Jungs hinten drin. Und irgendwann haben die beiden gesagt, ey, warum küsst ihr beiden euch eigentlich nicht? Und ich dachte so, oh, falsche Frage, bitte nicht. Ich habe nicht geantwortet und auf einmal, ich bin gefahren, höre ich, wie der Anschlaggurt klack klack macht, einen hat die mich ge***t. So, aber es ist so gewesen. Ich habe mich nicht getraut. Und hätte damals die beiden Jungs nicht gesagt, ey, was ist mit euch? Wären wir heute wahrscheinlich immer nur noch gute Freunde, weil ich mich nicht getraut habe. Man kann sich das nicht vorstellen, dass man jemanden findet, der genau das Gleiche teilt. Das ist ja nicht gelogen. Viele von euch werden sagen, ja, Marco hat bestimmt eine Freundin kennengelernt. Guck dir den kleinen, dicken Klos an. Bestimmt, weil er so viele Autos hat. Sie hat das Audi Coupé ja schon vor mir gehabt. Also ist die gleiche Leidenschaft. Wenn wir sonntags Langeweile haben, mach ich eBay Kleinanzeige auf und sage, Juju, lass da hinfahren, altes Auto. Also wir feiern die gleiche Leidenschaft. Merkst du eigentlich, dass wir nichts über das Auto reden? Das ist sehr viel über das Auto gewesen. Jetzt gerade. Ja, inklusive meiner Leidenschaft, meiner Sache. Ja, aber ist doch schön. Ich freue mich für dich. Endlich. Das heißt hier endlich. Ich habe gar nicht geguckt, was der an Overboost macht. Weil hier ist ja noch wieder ein... Boah. 1,3 Bar. Das ist, glaube ich, eine gute Abstimmung. Man kann jetzt anhand der Wastegate-Fehler könnte man den Overboost noch hochdrehen, aber bringt nichts. Also ich sag mal ganz gut, mit einem Serienturbolader ist das schon meiner Meinung nach eine gute Abstimmung. Also man merkt, das Auto läuft auch, wie gesagt, von der Abstimmung her echt schön, gibt's nichts. Wir können das ja mal zeigen mit dem Overboost. Ich versuche das beim zweiten Gang zu zeigen. Wir treten voll rein. So, jetzt macht der Ladedruck. So, und jetzt merkt ihr oben rum, geht er auf 0,9 Bar. Das heißt, er macht einen 1,3 Bar Ober, also Overboost, und geht auf 0,9 Bar zurück. Meiner Meinung nach war das die typische Abstimmung für einen Audi S2 immer. Ja, meiner macht 1,5 Bar Overboost auf 0,9 Haltedruck, hieß es immer. Und so sind die Abstimmungen, die ich kenne. Aber wie gesagt, dieses Auto läuft super schön. Man merkt bei dem Auto, serienmäßig kicken die unten raus halt gut. Und oben rum ist hier tote Buchse, da kommt nichts mehr. Früher hat man immer gesagt, meine hat knapp 300 PS. Ich habe aus Erfahrungen gemerkt, dass man höchstens mit dem Serienturbolader, mit der Seriensteuerung, ich glaube 265, 270 PS. Und dann hattest du schon ein gut laufendes Audi S2 Coupé. Ich find's geil. Diese K&N-Pilze haben sie früher alle drauf gemacht. Jeder von euch, der früher ein Audi S2 Coupé hat, behauptet, ich hatte das früher mal gemacht. Diesen Luftfilter gab es sogar, glaube ich, mit Eintragungskit. Also ich glaube, es gab sogar welche, nicht, dass ich was Falsches sage, die haben den Luftfilter eingetragen gehabt. Ich habe vielleicht eine Idee, um das Ganze noch mal ein bisschen Schwung hier in die Socke zu bringen. Weißt du, was du jetzt machen darfst? Du darfst jetzt gleich mein Audi Coupé fahren, mal ein paar Meter. Boah, aber aus Geist. Bin ich doch schon gefahren, oder nicht? Ja, klar, aber nicht mit meinen Felgen. Machst du da Macken rein, Sind das jo. Die BBS? Ja, das sind die Gewächse. Weil was müssen wir von dem Auto denn noch machen? Was denkst du an Nadine denn für einen großen Wunsch? Lass mich raten. Fängt mit C an. Ja, zweite Buchstabe ist ein A. Mhm. Dritte Buchstabe ist ein R. Sollen wir mal so einen Carporn einleiten? Möchtest du sowas einleiten? Wie leitet man das denn ein? Weiß ich nicht. Sag jetzt 3, 2, 1, Carporn. Micha, hab einen Wunsch. Mach mir bitte einen Carporn. Sehr romantisch.
Ich möchte euch jetzt mal was über die Zustände sagen. Jeder von euch sagt sich jetzt, geil, 2S2, die Leidenschaft zusammen, super gefunden, alles cool. Ich möchte aber auch mal was sagen, weil der Nachteil zum Beispiel ist, Nadine möchte gar nicht, dass der bei uns im Museum steht. Warum möchte sie das nicht? Wir gehen jetzt mal drauf ein. Lackbeschädigung. Jetzt seht ihr hier eine andere Farbe. Warum ist hier was drauf? Hier war mal eine Positionsleuchte. Die habe ich weggemacht, habe ich gesagt, boah, die Positionsleuchten gehen gar nicht. Also, Stoßstange hinten zugespachtelt, schon mal eine Folie drüber, dass es ein bisschen besser aussieht, als diese große orangene Positionsleuchte. Typische S2-Krankheit oder Audi Coupé-Krankheit. Ihr seht, dass die Leisten sich lösen. Nadine hat einen ganzen Satz nagelneu eingepackter. Hat sie sich mal für teuer Geld gekauft und hat gesagt, habe ich mir schon mal geholt, falls er mal irgendwann Neulack bekommt. Ansonsten, Motorhaube, der Lackzustand, super schlecht. Genauso wie bei meinem Auto. Spritzdüsen fehlen. Gucken wir hier. Spritzdüse fehlt auch. Problem ist, die Ersatzteilversorgung bei Audi ist leider nicht die beste. Ich bin froh, dass wir überhaupt einen S2 haben. Und Nadine hat das so, ich möchte mein Auto nicht ausstellen, weil alle Leute sagen, Marco, der ist so benutzt, den soll man nicht ausstellen, da muss ich mich mit schämen, da schäme ich mich für. Ich habe ihr immer gesagt, weißt du was, Nadine, wenn dich jemand anspricht und sagt, deine Motorhaube sieht aber schlecht aus, vorne fehlen die Spritzdüsen, der sieht ja geritten aus, dann stellst du dich hin und sagst, hey, hast du auch ein Audi S2? Zeig mir mal deinen. Ist deiner im perfekten Zustand? Und 95% der Leute werden dann antworten, nee, ich habe ja leider keine S2. Die sind super schwer, super selten zu bekommen. Und dann klopfst du ihm auf die Schulter und sagst, hey, ich bin stolz, dass ich einen habe. So sehe ich das nämlich mit meinem Auto. Ich möchte nicht wissen, wie viel S2 ist geschlachtet, verschrottet oder gar nicht mehr im geilen Zustand sind. Ich sage ja, jeder, der heute ein Audi S2 hat, hat eine brutale Wertanlage. Also dieses Auto wird ein super, super Klassiker. Bin ich mir ganz sicher, genauso wie der Urquattro es ist. An wen das wohl liegt. Eigentlich, was wir hier noch sehen, ist so typisch Tuning, wie man ein Auto früher getunt hat. Tieferlegungsfahrwerk, 17 Zoll Räder. Ich habe ja bei meinem Auto lange überlegt, welche Felgen ich überhaupt fahren möchte. 18 Zoll, wir hatten 19 Zoll mal drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mit 17 Zoll steht so ein Auto meiner Meinung nach am schönsten da. Weißt du, was mir auch noch auffällt? Hm. Ach ja. Micha, dreh dich mal so ein bisschen um mit mir. Guck mal, soll ich mal eine Runde laufen, wie viel Platz wir hier haben? Mhm. Das schaffst du nicht. Wie viel Zeit gibst du mir, wenn ich jetzt hier einmal rumrenne? 45 Sekunden. Bist du bereit? Mhm. Hatte das einen besonderen Grund, warum du das gemacht hast? Nein. Was ich euch damit eigentlich zeigen wollte, ist das ganze Gelände hier. Ihr habt jetzt dieses große Gelände hier gesehen. Und mein Vorhaben scheint oder ist geglückt. Ich habe den Vermieter von dieser Fläche hier angesprochen, habe gesagt, hey, Karfreitag hatten wir letztes Jahr ein Treffen. Dieses Jahr möchte ich wieder ein Karfreitag-Treffen machen mit Oldtimer, aber unser Hof ist halt viel zu klein. Und jetzt habe ich die Freigabe, Achtung, diesen ganzen Platz hier zu benutzen. Ihr habt gesehen, ihr könnt schnell rumrennen, aber auch langsam euch alles angucken. Und gleichzeitig ist das nur über die Straße laufen und dann seid ihr bei uns im Museum. Das ist krass. Das ist wirklich geil. Das wollte ich schon mal zu Karfreitag sagen. Das ist so eine kleine Geschichte. Also Karfreitag freihalten. So Leute. Boah, die Wolken sind echt übel aus. Ciao, Micha, fahr vorsichtig. Wir sehen uns. Ja, nächstes Video. Tschüss.